Ja, hallo, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Nächstes Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, genau, heute haben wir das schöne Thema, wie kann ich meine Vergangenheit verändern? Vorab noch kurz Selbstliebe-Challenge, der Alltag-Klassiker. Kann man noch einsteigen, dauert auch ein bisschen, bis die nächste kommt. Bis 10. Juli kann man noch einsteigen und überlegt euch schon mal, ob ihr vielleicht auch Liebeschip-Coach werden wollt, kann man sich wieder anmelden für die Ausbildung. Ja, Vergangenheit verändern. Also ich komme immer wieder Mails, ich hatte diese und jene Kindheit, was kann man da denn machen? Also gibt es natürlich Millionen Antworten drauf, man kann natürlich Therapie machen und all diese Sachen. Ich wollte nur mal was Grundsätzliches sagen dazu, weil ja, im Grunde genommen gibt es keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Also das sagen ja auch alle spirituellen Schulen. Ja, das ist ein Konstrukt, das ist in unserem Kopf so. Ne? Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich habe das ja erlebt oder es gibt ja die, weiß ich nicht, es gibt ja die Folgen und so und so. Ja, das ist natürlich richtig, nur letzten Endes ist es eine Sache, die in deinem Kopf abgespeichert ist. Ne? Natürlich, ja, klar gibt es auch Fotos davon, ich weiß nicht was, aber wie diese Vergangenheit genau war, das ist in deinem Kopf und in deinem System und in deinem Feld und in deinem Energiefeld, ist es abgespeichert. Und es gibt aber davon quasi nur diese Abspeicherung, diese eigentliche Vergangenheit, die ist nicht mehr da, die ist weg so. Ne? Und alles passiert eigentlich im Hier und Jetzt. Also auch dieses innere Kind, was wir immer mal sagen, innere Kindarbeit, das ist eine Arbeit im Hier und Jetzt. Das ist, wie das innere Kind jetzt und hier ist. Es ist nicht das innere Kind von früher, sondern die Repräsentation, also quasi dein früheres Selbst, mit dem du im Hier und Jetzt Kontakt aufnimmst. Aber das ist auch hier und jetzt, das ist auch in diesem Moment so, ne? Und weil es gibt keine Vergangenheit, sag mir die Vergangenheit, die gibt es nicht, es gibt nur jetzt. Und genauso wie wir unsere Zukunft logischerweise beeinflussen können, können wir unsere Vergangenheit beeinflussen. Ne? Wie macht man das? Ja, da schließt sich jetzt der Kreis wieder, indem du dann dich dran setzt, dein inneres Kind zu heilen. Diese frühe Version von dir, diese verletzte Version, diese, ja, Version, die vielleicht so viel eingesteckt hat, weil das ist sozusagen, das ist dieser Energieblock, der vielleicht auch jetzt wieder dafür sorgt, dass du in toxische Beziehungen gehst und der einfach geheilt werden möchte, sozusagen. Ne? Und wenn du diese Repräsentation deiner Vergangenheit im Hier und Jetzt, deine frühere Version, deine andere oder deine andere Version, sagen wir mal so, wenn du die im Hier und Jetzt immer wieder an die Hand nimmst, in den Arm nimmst, dich um die kümmerst, dir diese Heilung zukommen lässt, was nur du kannst, das kannst du letztlich nur du, damit veränderst du quasi deine Vergangenheit, weil dann hast du irgendwann ein fröhliches inneres Kind und es gibt dieses verletzte innere Kind einfach irgendwann nicht mehr in dieser Form. Jetzt ist es tatsächlich gar nicht so einfach, das schreiben mir auch immer wieder Leute, kenne ich auch, das loszulassen, weil selbst wenn du schon dein inneres Kind irgendwo verändert hast, losgelassen hast, gibt es immer noch, weiß ich nicht, wie so eine Gewohnheit, immer wieder in diesen alten Bahnen zu denken, immer wieder dieses, ja, aber ich bin doch die Co-Abhängige, der Co-Abhängige. Und das ist aus meiner Erfahrung eines der schwierigsten Sachen, dieses verdammte Konzept endlich loszulassen und zu sagen, nein, ich bin es jetzt nicht mehr, ich bin jetzt was anderes, ich bin jetzt eine andere Version meiner selbst, ich weiß, was eine frühere Version meiner selbst war, ich bin es einfach nicht mehr. Und wenn du durch diesen Prozess durchgehst, der nicht leicht ist, so, ne, dann veränderst du quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, deine Vergangenheit. Das ist dann eine andere Vergangenheit. Ne? Und das denke ich auch immer wieder, wenn ich so, habe heute Morgen wieder ein paar Geschichten gelesen hier. Ich bekomme ja auch häufig dann Kindheitsgeschichten zugeschickt. Ja, das ist ein wichtiger Anhaltspunkt. Ah, ich fange da jetzt mal an zu suchen, was ist mit meinem inneren Kind überhaupt los. Dafür ist es super.
Aber du bist das nicht. Du bist nicht deine beschissene Vergangenheit. Also du kannst dich jederzeit neu erfinden und auch das ist dieses 5D-Denken. Nicht so, ich bin eingemeißelt, ich bin eingezimmert, ich bin einbetoniert in meiner Vergangenheit, ich kann nichts ändern, ich bin immer in Angst, Wut, Mangel und das neue Denken ist eben, nee, du bist safe und du kannst dich immer verändern, du kannst immer eine neue Version deiner selbst kreieren und du kannst immer aus deiner inneren Fülle schöpfen, weil dieser Mangel ist im Grunde genommen ja, ist so ein Programm, was wirklich schwer ist loszulassen, aber was jetzt wirklich dran ist. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.